Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video und heute präsentiere ich euch ja mal wieder einen Anime. Ja, es ist schon lange her, dass ich mir einen Anime gekauft habe, oder eher gesagt nicht, weil den anderen habe ich ja wieder verkauft. Den habt ihr nur kurz in meinem Update-Video gesehen. Und ja, es handelt sich um Toradora. Das ist ein Romance-Comedy-Anime. Ja, Romantik-Comedy. Und ich habe mir den, war es letztes Jahr oder ein Jahr davor, im Original angeschaut und war begeistert von diesem Anime. Er ist auch so saulustig von diesen beiden Protagonisten. Einfach nur herrlich. Und wer auf sowas steht, unbedingt kaufen, weil die deutsche Synchronisation wurde richtig perfekt gemacht, finde ich. Perfekt. Da haben sie echt gute Stimmen hingemacht. Ich habe das auf Facebook verfolgt und am wichtigsten war ja eigentlich die hier. Da ist die Originalstimme echt fast eigentlich unschlagbar und es klingt richtig gut. Er klingt richtig gut. Es klingt eigentlich alle richtig gut. Alle passen wunderbar und man kann sich auf diesen Anime richtig freuen, sogar auf Deutsch. Yo, ich habe mir das gute Stück bei Müller gekauft. Ich habe eigentlich einen anderen Anime gesucht. Der nennt sich Overlord. Müller kriegt ihn nicht mehr, weil er anscheinend ausverkauft ist. Aber Leute, Overlord-Video kommt auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt noch im Internet bestellt für einigermaßen den normalen Preis. Okay, ihr werdet dann wahrscheinlich lachen, was das dann für ein Preis ist. Und denkt ihr, what the fuck, davon hätte er fast eigentlich eine halbe Figur bekommen. Gut, ja, es ist Volume 1 von Toradora mit Sammelschuber und einem Steelbook. Und ich bin jetzt nicht sicher, ich glaube, es kommen 5 Volumes raus. Und ihr seht ja schon den Preis, 45 Euro. Ich habe noch ein paar Müller-Gutscheine gehabt, habe jetzt ungefähr so, glaube ich, 40 gezahlt. Finde ich okay, okay, andere finden es wahrscheinlich nicht okay, ist halt ein heftiger Preis. Für das ist da noch andere Volume kommen. Ich glaube, die anderen Volume kosten dann so 30 bis 35, wenn man es, glaube ich, bei dem Label selber bestellt. Fliege, hau ab. Oh, jetzt ist die Fliege. Jedenfalls, ja, Toradora, machen wir, ihr seht ja schon, da ist das Steelbook drin. Was mir gleich aufgefallen ist, positiv, das werde ich dann euch dann gleich zeigen, wenn es ausgedruckt ist. Ich habe es jetzt hier schon ein bisschen geöffnet, weil der tut es so ein bisschen so spalten, weil hier Müller mit ihren blöden hier Diebstahlsicherungen da noch so ein extra übles Teaser gemacht. Habe ich echt Schiss, dass es kaputt geht, der Schuber. Und deswegen habe ich den schon ein bisschen aufgemacht, damit er sich ein bisschen wieder entfalten kann. Ihr seht ja schon, Steelbook und ein Tiger ist drin, weil die wird auch Tiger genannt. Heißt, glaube ich, auch Tiger. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon ein bisschen lange her, aber auf jeden Fall wird sie Tiger genannt. Und soll ja auch so Toradora irgendwie Tiger und Drache, weil er, glaube ich, auch, weil er schaut halt wirklich aus. Er hat halt einen Blick von seinem Vater geerbt. Schaut aus übelst wie ein Schwerverbrecher, ist aber eigentlich so gut es geht zahm wie ein Lamm, ne? Und ja, es ist halt ganz witzig und so weiter. Jedenfalls lest euch einfach mal hier kurz die Beschreibung durch, wenn es hier klappt. Wenn nicht, schaut einfach mal nach. Es ist echt ein super Anime. Wir haben hier natürlich das Steelbook drin mit Sammelschuber und natürlich Plüschtiger. Wir haben einen deutschen DTS HD Master Audio 2.0 sowie Japanisch. Dann haben wir noch Toradora SOS OVA 1 und dann noch das Textless Opening und Ending und Synchronclips. Also eigentlich haben wir echt gute Sachen und ich muss euch echt sagen, Anime Moon Publishing, Anime Moon oder Animoon, wie sie sich nennen, Hut ab, dass sie echt so einen etwas älteren Anime, weil der Anime ist jetzt auch von, ich finde es jetzt hier nicht, er ist auch schon etwas älter, ich glaube 10 Jahre hat auch schon, glaube ich, auf dem Buckel, steht hier jetzt nirgends, kann ich jetzt nicht sagen, auf jeden Fall ist er auch etwas älter und finde ich toll, dass sie den jetzt rausbringen und auch mit so einer Top-Synchronisation. Ich hoffe, es bleibt echt top mit euch, weil da hat uns ja ein anderer Publisher ein bisschen enttäuscht, vor allem mich mit einer Serie, die ich sehr mag. Aber ich nenne hier keine Namen und wir sollen ja auch nicht hier rumhaten. So, dann machen wir mal das gute Stück auf. Ja, der Dingens geht jetzt ab, von empfohlen von Anime To You oder so ähnlich. Da bin ich auch auf der Seite. So, dann haben wir hier diesen Plüschtiger und das Steelbook. Und eins muss ich ja gleich auch euch sagen, fällt mir richtig positiv auf. Finde ich ja, was sie gemacht haben. So, dann haben wir halt hier diesen Art Flyer, der umeinander gewickelt ist. Und bam, kann man wegmachen. Keine Klebepunkte, kein nichts. Ja, Leute, andere Publisher. So sieht's aus. So kann man es machen, ne? So kann man es machen. Legen wir mal zur Seite. Und da haben wir, Entschuldigung, da haben wir den Sammelschuber. Da sehen wir die Charaktere, die Hauptcharaktere, also die beiden Hauptcharaktere und dann die anderen. Dann sehen wir hier nochmal andere Charaktere und dann auch nochmal andere Charaktere, die auch zu dem ist. Ah ja, und das Lustige ist, der Papagei wird nicht geringer als gesprochen von dem SpongeBob Schwankor... Oh Gott. Ich kann jetzt nicht mal mehr SpongeBob Schwammkopf jetzt hat sprechen. Santiago Ziesma oder wie der heißt. Und echt passt super gut. Ja, Leute, ey, es ist schon spät. Tut mir leid, weil ich das Video mache. Und so, jetzt schauen wir mal. Der Sammelschuber ist recht stabil, muss ich sagen. Sehr geil.
ist leicht mit so einer Glanzfolie versehen, aber nicht übelst glänzend. Es sind keine Abdrücke oder so dann empfindlich und so. Also er ist echt gut gemacht. Muss ich sagen, toller Sammelschuber. So. Dann kommen wir zu diesem Tiger. Den lasse ich hier in dieser Folie drin. Es ist halt ein Plüschtier, den lasse ich hier so drin, damit er nicht irgendwie, keine Ahnung, mit kaputt geht oder so. Weil das ist, ist es irgendwie, hier ist es geklebt. Er ist ein netter Tiger halt dabei, ne? Der kommt jetzt halt in meine eine Schublade, wo ich die ganzen Gimmicks und so aufbewahre. Und die finde ich eigentlich lustig gemacht mit diesem Plüschtiger. Tolle Sache. So, mal hier rüber. So, steh. Gut. Okay, das sieht er jetzt nicht. So, und was mir schon richtig positiv aufgefallen ist, Leute, ist, die haben für das Steelbook, ich habe erst gerade das ein anderer Schuber, aber die haben für das Steelbook so einen Plastikschuber drumherum gemacht, damit die ganzen anderen Steelbooks, ne, in diesem Sammelschuber nicht aneinander reiben und kaputt gehen. Das finde ich absolut genial. Das war leider bei Clannad nicht der Fall. Da habe ich dann meine eigenen Folien drumherum gemacht, damit die nicht kaputt gehen, die Steels. Und so finde ich das geil. So ein Sammelschuber, wo halt dann auch noch so ein bisschen die Sachen draufstehen, wie Toradora, Anime Moon, King Records und Volume 1, ne? Schaut doch ganz gut aus. Hier steht auch nochmal Toradora, da bleibt es natürlich. Und hier ist nicht. Also es ist halt so ein auch Art Schutzschuber. Hier steht auch nochmal Toradora, da haben sie es, dann kann man wegmachen, ne? So, dann machen wir mal hier den so rüber, zack. Und wir haben ein Hochglanz-Steelbook. Ein Glanz-Steelbook, wo man, ja, die Fingerabdrücke sieht man nicht so stark. Also es ist echt ein super Druck, muss ich auch sagen. Gefällt mir richtig gut. Das Motiv ist auch toll. Passt halt zu Volume 1. Perfekt. Dann haben wir halt hier noch Toradora stehen und eine 1. Und dann haben wir halt auch noch hier auch noch ein schönes Back-Artwork. Backcover! Und jetzt schauen wir mal innen rein. Jetzt muss ich mal schauen. Irgendwas ist. Ah ja, gut. Dann schauen wir halt innen rein. Hier ist dann schon Volume 2 abgebildet. Ab 28. Juli. Werde ich mir wahrscheinlich dann gleich bei deren Seite bestellen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Und da haben wir halt hier diesen Flyer. Ich glaube, ich werde es vorbestellen. Ich glaube, es ist per Überweisung und dann kurz vorher überweisen. So werde ich es machen. Genau. Da haben wir halt hier diesen Flyer. Limited Steelbook Edition ab 28. Juli auf DVD und Blu-ray. Das ist jetzt im Mai rausgekommen, oder? Volume 1? Weiß jetzt gar nicht. Oder nee, es ist verschoben, genau. Und finde ich auch cool, haben sie hier dann noch die Episoden aufgelistet. Ihr seht ja schon, erste Episode Tiger und Drache, zweite Ryuji und Tiger. Die heißt Tiger, Taiga. Und manche sagen halt Tiger, wie Tiger, ne, auch. Und finde ich echt cool, dass sie das auch so gemacht haben. Und dann haben wir halt hier dann die Blu-ray. Und ich glaube echt, es sind fünf Volumes. Das bei einem ist es To, dann ist wahrscheinlich das andere Ra. Ah, da machen sie das in diesen. Ah, das finde ich auch cool. Da machen sie echt. Mit dem Logo typisch dann die Farben. Da kommt halt, hoppala, seht ihr ja schon hier, also dieses Orange. Dann kommt dieses Türkis-Hellblau. Dann kommt dieses Gold. Und dann kommt noch so ein, ja, so ein Rot. Finde ich cool, dass sie das so machen. Geil. So, finde ich echt nett. Nett gemacht, nette Idee. So, und dann haben wir halt auch noch ein Innenmotiv. Das ist etwas ein bisschen blöd. Ich finde es zwar nett, dass wir die Farbe lassen, aber die hätten ruhig das in Farbe machen können hier, das Innenmotiv. Und nicht dann so diesen Rotstich. Das ist alles schon ein bisschen überzogen mit diesem Stich. Aber meckern auf hohem Niveau. Ich finde, es ist eine super tolle Veröffentlichung und man muss sie halt würdigen, um zu kaufen, wenn einem der Anime gefällt. Oh, hier sieht man jetzt die ganzen Fingerabdrücke. Muss ich nachher noch wegmachen. Ich finde es super geregelt, auch mit dem Sammelschuber, damit hier dann die Steelbooks sozusagen auch geschützt sind, wenn man sie dann da so reinschiebt. Und ja, finde ich ganz toll. Also, ich muss euch echt sagen, super Anime. Schaut ihn euch mal an, wenn ihr euch für sowas interessiert. Echt tolle VÖ. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen zu dem ersten Volume zu Toradora. Natürlich werden die anderen Volumes auch folgen. Keine Frage, wann die halt kommen, ist halt zeitabhängig, aber auf jeden Fall werden davon auch Videos wieder erscheinen und es gibt wieder Anime-Stoff für euch. Gut, das war's jetzt aber wirklich von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sage ich ja, ich wieder Wiederholungshitter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.